Wow! Hallo zusammen! Wie geht's Ihnen? Ja, mir geht's gut und das ist für Hangul-Tag, glaube ich. Und los geht's! Ich möchte euch den Tag des 9. Oktober vorstellen und er heißt Hangul-Tag. Der Tag ist wichtig für uns, denn der Tag ein Symbol unserer Sprache und König Sejong ist. Okay? In den Annalen von Sejong steht, dass König Sejong im September des Mondkalenders 1446, der ist das 28. Jahr des Königs Sejong, das Funminjeongeum verkündete. Auf dieser Grundlage veranstaltete die Korea Language Research Society und das heißt Joseon-o Yonguhae, okay? Die heute der Vorgänger der Hangul Research Society und das heißt Hangul-hakkae, ja, ist 1926 eine Veranstaltung zum 480. Jahrestag der Verbreitung des Hunminjeongeums. Hunminjeongeum, ja. Nachdem der koreanische Sprachwissenschaftler Zhu, Sigyeong Zhu, okay, in 1928 als Hangul bezeichnet hatte. Wurde er 1928 in Hangul-nal umbenannt. 1940 wurde der Teletext von Hunminjeongeum entdeckt. Demnach soll das Hunminjeongeum in den ersten 7 Tagen des Septembers in einem Buch veröffentlicht worden sein. Wenn der letzte Tag der ersten 7 Tage des Septembers 1446 im gregorianischen Kalender berechnet wird, ist es der 9. Oktober. Nach der Unabhängigkeit Koreas am 15. August 1945 entschuldigen, die koreanische Regierung den 9. Oktober als Hangul-Tag fest und machte ihn zum Nationalfeiertag. Beeindruckend, hervorragend, sehr gut. Vielen Dank, dass Sie meine gesamte Präsentation gehört haben. Wirklich. Wenn das Ihnen gefallen hat, drücken Sie einfach Like, lieben, aktivieren Sie Subscribe, abonnieren und schalten Sie Alarm-Benachrichtigungen ein. Okay? Also sehr gut. Auf Wiedersehen mit ein neues Video. Bis bald.